Bei flächigem Borkenkäferbefall ist die Situation vor Ort situationsbezogen zu bewerten. Vor allem in Schutzwäldern und hier vorwiegend in den sogenannten Objektschutzwäldern, das sind jene Wälder, wo der Wald Infrastrukturen wie Straßen, wie Häuser vor den Naturgefahren, Lawinen, Steinschlag oder auch Wasser schützt, gilt es zu bewerten, wie in welcher Situation sich der Wald befindet. Wenn es schutztechnisch notwendig ist, dann kann es auch sein, dass keine weiteren waldbaulichen Maßnahmen notwendig sind oder dass Bäume quer gefällt und hoch abgestockt werden, damit die Wirkung des Standortes gegenüber diesen Naturgefahren gesichert ist.